Gipfeltreffen auf der Zugspitze. Auf Einladung der Tirolwerbung und der Tiroler Zugspitzarena treffen sich Tiroler Touristiker mit europäischen Medienvertretern. Von deren Übertragungen der Weltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen profitiert die ganze Region. Schon seit 2 Jahren gibt es enge Kontakte der Tourismusverantwortlichen diesseits und jenseits der Zugspitze. Damit sind wir natürlich in enger Verbindung mit dem Austragungsort der WM, der natürlich auch imagemäßig auf uns sehr stark Einfluss hat und für uns natürlich ein super Aufhänger ist für unsere Winterwerbung. Wir sind unten im Tirolberg vertreten mit einem Abend und an der Tirolwerbung mit dabei. Wir sind einer der Mitveranstalter und das ist natürlich für unser Image und für unsere Werbung eine sehr gute Plattform, denn immerhin sind 60% unserer Gäste noch aus Deutschland. Die Bilder der Region werden durch die großen Fernsehanstalten in die ganze Welt getragen. Eine Weltmeisterschaft in der Nähe bringt der ganzen Region Aufmerksamkeit. Auch den Urlaubern aus der Zugspitzregion wird mit dieser WM in Garmisch sicher ein Highlight, das einen Ausflug wert ist, geboten. Und wie immer im Leben braucht es oft große Projekte, dass man zusammenfindet, dass man noch enger kooperiert, sich neue Projekte einfallen lässt. Und da habe ich das Gefühl, dass da einiges im Gespräch ist. Viele der Gäste, die sich die Skirennen in Garmisch-Partenkirchen ansehen, kommen auch auf einen Abstecher auf die Zugspitze. Noch mehr könnten es im Jahr 2018 werden, sollte München den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele erhalten. Die alpinen Bewerbe würden in Garmisch-Partenkirchen stattfinden und somit auch auf Tiroler Seite für einen zusätzlichen Tourismusschub sorgen.